So, einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben. Mein Name ist G aus dem Krypto-Café und ihr wisst, keine Finanzberatung, nur reine Unterhaltung. So, wir haben gestern einen ziemlich großen Dip, ja, fast 10% bei fast allen Werten hinter uns gelegt. Heute sind wir minimal im Grünen, also es ist kein Umdreher. Ja, das heißt, ich persönlich gehe davon aus, dass wir uns wieder noch ein bisschen hier rumkraxeln werden, ja, um die 42, 43 rum. Ehe wir vielleicht weiter wieder nach oben umdrehen. Warum ich davon ausgehe, dass wir nach oben drehen und nicht in Richtung 20.000, wie die einen oder anderen schon vorhersehen, oder ne, manche sagen ja auch schon, diese Evergrande-Geschichte, habe ich darüber auch berichtet, ja, dass es jetzt die nächste Wirtschaftskrise auslösen könnte. Klar, ja, die Chance, die Möglichkeit ist da, dass die Regierung von China nichts machen, ja, und das Ding einfach irgendwo ins Nirvana stürzen lassen, ja, aber ne, ich habe ja gestern auch meine Vermutung darüber geäußert. Ich glaube, die werden irgendwie dazwischen so eine Lösung finden, und der Kryptomarkt ist im Gegensatz zu Aktienmarkt, ja, nicht so aufgeblasen, sag ich mal, ja. Klar, wir haben viele Aufstiege, einiges an Aufstieg hinter uns gebracht, ja, ihr seht ja hier, ne, seit dem Tiefpunkt im Juni, Juli rum, aber da ist noch sehr, sehr viel Platz nach oben, ja, sage ich einfach, und davon bin ich überzeugt, und das darüber berichte ich auch immer, ne, das sind diese fundamentalen Sachen, die mich davon, die mir ein Bild von gesamten Markt geben, worauf ich hin eben agiere, ja. Ich mache das nicht anhand der Charts, ne, wie manche Trader oder sowas machen, sondern ich mache das eben, weil ich mittel- und langfristig anlege, mache ich das anhand der fundamentalen Analyse des Marktes, und der ist gesund, der ist definitiv gesund, und da gehe ich heute auch nochmal auf die Nachrichten heute drauf ein. Ja, das ist meine Meinung, aber nichtsdestotrotz, wenn schlechte Nachrichten, sage ich mal, in den nächsten Tagen kommen, denn es kommen da einige Entscheidungen oder Nachrichten dazu, ja, diese Evergrande-Geschichte, da steht eine Zahlung aus, ja, entweder, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag, da müssen die irgendwie 8 Milliarden und sowas, ne, an Zinszahlungen und sowas leisten. Wenn die das nicht tun, ne, werden die dann insolvent. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ne, hier habe ich für euch aufgemacht, diese Woche steht noch in den USA eine Pressekonferenz, eine große Pressekonferenz der Fed an. Ja. Da werden die bekannt geben, inwiefern die dieses Tapering, ja, Tapering ist der Begriff im Englischen, wo die eben diese... Das Drucken des Geldes, ja, massive Drucken des Geldes, Unterstützung der Wirtschaft durch Gelddrucken, wo, inwiefern die das reduzieren werden. Ja, diese Reduktion nennt sich halt Tapering. Und manche sagen voraus, dass es ja, Ende dieses Jahr passieren wird. Andere gibt's, vermuten auch, dass es vielleicht erst nächstes Jahr passieren wird. Wir werden sehen. Ja, und ich glaube, deswegen ist der Markt auch sehr zögerlich, was die Einstieg bzw. Kapital angeht, weil man sagt ja, ne, jede Klarheit, egal ob es positiv oder negativ, ist besser als die Unklarheit, ne? Diese Uncertainty, ne? Unsicherheit, Unklarheit, die bremst auf dem Markt. Ja? Und auch wenn die Nachrichten schlecht sind, ist es besser als, ne, die Unsicherheit. Ja, das ist so meine Einschätzung. Und gucken wir mal zu den Nachrichten. Also, wir haben Sorare, das ist eine der großen Nachrichten heute. Das ist eine der Plattformen, ja, die haben jetzt in der zweiten Runde, Finanzierrunde, ne, es gibt immer A-Round, B-Round, B und C weiter. Und die haben jetzt in der zweiten Runde 86 Millionen von Investoren eingesammelt. Ja, was machen die? Die machen halt bislang NFT, ja, NFT für große Sportvereine, Fußballvereine in Europa, und vertreiben die über die NFT, die Fanartikel und so weiter und so fort. Ja. Und da dran seht ihr, ne, die haben in der ersten Runde im letzten Jahr, die haben in zweistelligen Millionen eingesammelt, ja, und jetzt eben dieses Jahr, ne, also ich meine 86 Millionen, ey komm. Wenn da jemand sagt, Krypto ist tot, ja, oder ne, dieser Space hat keine Entwicklung, die leben in einer falschen Welt, ja. Und die Firma wird aktuell auf 4,3 Milliarden, ja, am Wert geschätzt. Ja. Und ja, da seht ihr, die vertreten Teams wie Bayern München, Juventus Turin, Real Madrid, Liverpool, also die größten Mannschaften, die man so kennt. Ne? Und die haben zum Beispiel vom letzten Jahr auf dieses Jahr im zweiten Quartal ihren Revenue, also ihre Verkäufe, um 54-fach gesteigert. Ja? Daran seht ihr einfach, der Markt ist
ist am Aufblühen. Ja, wir sind noch sehr weit am Anfang. Vor allem der NFT-Markt. Ja. Ich hab gesagt, das wird ein riesiger Markt werden. Es können tatsächlich Krypto auch überholen, weil Krypto hat tatsächlich an der Stelle nur diese Verwendungszweck, also diese Anwendungs für DeFi, ne, und so weiter. Aber NFT, da ist dieses Spektrum der Anwendungsmöglichkeit extrem groß. Ja? Und bis das tatsächlich alle Bereiche des Lebens durchsiebt hat, da sind wir noch weit, weit von entfernt. Jo. Nächstes. Ah. Noch ein Startup, ja, hat 130 Millionen eingesammelt. Ja, ihr seht an den Zahlen, die Investoren, die haben viel, viel Geld. Die wollen investieren ins Krypto. Wenn wir wirklich kurz vor dem Bärenmarkt stünde, ja, oder sage ich mal von Evergrande jetzt der Bärenmarkt, ne, auf den Aktienmärkte eingeleitet werde, glaubt ihr wirklich, die Investoren würden so großzügig, ne, Geld irgendwo reinstecken? Nein. Wir sind nicht am Anfang eines Bärenmarktes. Da bin ich mir sicher. Also, genau. Mit der Evaluation auf 1 Milliarde, ja, und ja, ich muss, ich meine, das sind so Nachrichten, ne, die ziehe ich für extra für euch raus, das ist, wo ich sage, ne, ihr müsst auf die tatsächlichen Nachrichten und auf so, es gibt viele Meinungen, ja, von den Seiten, die schreiben, ja, und das muss man immer voneinander trennen, ne, oder zum Beispiel auch Meinung von Banken, von Meinung von irgendwelchen Regierungen und so weiter und so fort. Und das sind zwar tatsächlich Zahlen und Daten, ja, und ich glaube auch, da werden noch einiges an positive Zahlen kommen, weil wir sind jetzt aktuell im Berichtsmonat, ja, September, Oktober, November, das sind die drei Berichtsmonate, auch für US-Unternehmen vor allem, ja, wo die ihren Zahlen und Investitionen und sowas offenlegen, ja, und ich glaube, da werden noch einiges an große Firmen kommen um die Ecke, wenn die dann plötzlich, ne, auf ihren Balance Sheets, ne, also ihren Bücher, ja, Kryptos vorfinden, Bitcoins oder was auch immer, ja, dann wird es noch ein richtiger Schub für den Kryptomarkt geben. Aber, ne, meine reine Einschätzung, wir werden sehen. Ja. Genau, hier haben wir nochmal eine etwas detailliertere Analyse, ne, von diesen 17 Stunden, 18 Stunden, wo Solana letzte Woche down, also abgeschaltet worden ist, ja, um sich von diesem Angriff zu erholen. Erst wurde gesagt, ja, das sind Bots, ja, die diese IDOs, ne, dieses Initial Offering, da irgendwas abgreifen wollten, ja, die mit den 400.000, diese 400.000 Transaktionen, da hat das Netzwerk irgendwann nicht mehr geschafft, ja, und mittlerweile geht es aber in die Richtung, die Analyse, die meint, die ist noch nicht komplett fertig, da wird noch einen umfangreichen Report geben, aber es deutet auch viel darauf hin, dass das ist ein geplanter Angriff auf das Netzwerk ist, ja, und sag ich mal, einige Investoren sind nicht so froh drüber, ne? Anderen interessiert das nicht wirklich und also Solana läuft ja schon wieder seit einiger Zeit weiter und ich glaube einfach in ein paar Wochen ist das wieder vergessen, ja, so schnell wie der Kryptowelt sich, wie die Welt sich dort bewegt und ja, Solana ist trotzdem weiterhin unter meinen Top 4 Kandidaten, die ich Ende letzten Monat vorgestellt habe, wo ich gesagt im September, ne? Also Terra, Avalanche, Solana und Cardano, ja. So, was haben wir? Ja, das ist Terra. Terra Anchor. Anchor ist ja eine der Basis, also Anchor und Miro sind ja die zwei Basis-Apps auf der Terra-Blockchain. Die sind also meiner Meinung nach auch sehr sicher, ja, weil die auch von der Terra-Chain selbst unterstützt werden. Und die sind sozusagen die Fundamente von, und die haben 4 Milliarden, also an TVL, Total Value Locked, nach 6 Monaten, also ne, seit 6 Monaten erst auf dem Markt erreicht und da dran sieht man, ne? Deswegen bin ich auch sehr bullish auf Terra, obwohl das in den Grafik aktuell tatsächlich nicht wirklich zu sehen ist, ne? Also ich gehe mal hier auf Terra. Wir sind wieder ein Stück zurückgegangen, ja, auf diesen relativ, ja, 27, 28er Bereich. Ich habe auch selbst wieder einiges nachgetankt, ja, aber wenn man das mal jetzt mit Avalanche mal vergleicht, der natürlich extrem bullish ist, ja. Der Avalanche, der ist ja schon wieder, ne, über dem letzten Hochpunkt, ja, wieder drüber hinaus. Also das ist halt diese Chains, ne, die konkurrieren alle sehr stark voneinander und wer eine Chain
wie Avalanche, ja, so positive Nachrichten eins nach dem anderen rausschießt, da gehen halt da geht halt das Geld hin, ja. Ist ganz einfach so. Und ich glaube aber, Terra, da kommt definitiv noch was, weil, ne, da kommt 29. September dieser riesige Update und das wird eine riesige Welle von Investoren oder Investorengeld mit ins System reinbringen. Und ja, das ist Terra. So, das ist die Geschichte, ne? Wenn viele sich überlegen, die Aspekt übersehen halt viele. Remittance sind Überweisungen, ja. Wenn ihr das mal gemacht habt, ne, ich habe das früher auch mal gemacht, nach China Geld überwiesen, habe ich immer gesammelt und dann einfach überwiesen, damit, um die Gebühren zu optimieren, ja. Weil da zahlst du eine Überweisung $50 oder 50 Euro an Gebühr, ja. Dieses ausländisch, ne, ins Drittland Überweisung. Und hier seht ihr, ne, also ich meine, das ist von 44 Milliarden auf 41 Milliarden zurückgegangen im 2020, ja. Also in 2020 waren es 44 Milliarden, also nicht Geld, die überwiesen worden sind, sondern die Gebühren, die dabei angefallen sind, ja. Das müsst ihr euch mal im Kopf vorstellen. 44 Milliarden, ja. Und da, es gibt ja auch Leute, ne, oder Banken, große Institutionen, Western Union, die haben sich beklagt, ja, dass Länder, die haben gesagt, das geht gar nicht, ja, dass also Länder wie El Salvador jetzt plötzlich auf Bitcoin umstellen, ja, dass die Leute da über das Lightning-Netzwerk Geld hin und her ins Land hinaus transferieren können, ohne einen Cent Gebühr zu bezahlen, ja, weil die verdienen jährlich hunderte Millionen, ja, an Überweisungsgebühren, weil die Leute nach El Salvador Geld hineinüberweisen, ja. Und, ne, da seht ihr, wer tatsächlich Verluste machen würde, wenn Bitcoin sich Adoption auf Länderebene stattfindet. Und die werden sicherlich nicht ohne Kämpfen ihren hunderte Millionen oder hier, ne, insgesamt nach Afrika die Milliarden an Geld aufgeben. Ja? Die werden alles in ihrer Macht dran setzen, um das zu verhindern oder das zu verzögern zumindest. Ja? Und ja, das ist die positive Seite, ne, von Bitcoin. Avalanche. Wie Finance ist tatsächlich eines der Projekte, die hatte ich letztens irgendwo im Twitter gesehen. Habe ich gedacht, ja, interessant, behalte ich mal im Auge, ja, weil auf Avalanche, man kennt ja die Projekte und vor allem, ne, wenn jetzt viel Geld reinfließt, sollte man immer die kleineren Projekte auch im Auge behalten, die aussichtsreich aussehen, weil das werden die Projekte sein, die dann 10x oder 100x machen werden, ja, weil das Geld, ne, verteilt sich natürlich nach unten, ja, von oben nach unten, und je größer ein Projekt ist, desto geringer ist natürlich auch seine Chance, fünffach oder zehnfach, ne, zu wachsen. Und ja, aber wir sind im DeFi, ja, und Programme werden von Menschen geschrieben, Programme haben Fehler, und wenn diese Fehler ausgenutzt werden, dann passiert halt sowas, ne. Und V-Finance oder V-Finance ist halt auch eine der neueren Projekte, hat jetzt 35 Millionen verloren durch den Hack, und ja. Deswegen seid vorsichtig, wo ihr mit dem Geld hineingeht, und untersucht die Projekte vorher, guckt sie euch genau an. Und vor allem nicht alles in einen Topf stecken. Ja. So, Coinbase. Ja. Habe ich nicht gedacht, dass die so schnell nachgeben. Ja. Aber da seht ihr, wie viel macht so eine SEC, ja, obwohl die eigentlich nicht wirklich viel zu sagen haben. Ja. Ich meine, das ist eine uralte Institution, die 100 Jahre alt ist, ja, die zu einem ganz anderen Zweck damals gegründet worden ist. Aber ne, wenn da halt Leute mit dem Stock wedeln, ja, und sagen, hier, ihr kriegt gleich eins auf die Finger, dann, ne, zucken trotzdem die Firmen weg, ja, obwohl so große Sachen, Coinbase, ihr wisst ja, Milliarden an Gewinne oder Milliarden an Investorengeld, die kriegen, und trotzdem, ne, geben die klein bei, ja, ohne großartig dagegen zu kämpfen, ja. Die werden das sicherlich nicht einfach aus Nettigkeit, ja, oder aus Freundlichkeit zu der SEC, also da sind sicherlich hundertprozentig irgendwelche Hintergedanken dabei, ja. Vielleicht wollen die einfach mal, ne, die unterschiedlichen Wege abstecken, wie die gehen könnten, weil die werden sicherlich mit irgendwas Ähnliches um die Ecke kommen. Ja? Es geht immer darum, das ist wie so ein Katzen-Maus-Spiel, ne? Mit der SEC. Ja? Du probierst hier einen Weg, ja, wirst vielleicht, kriegst eins ab, dann probierst da, und irgendwann findest du so einen kleinen Umweg herum, um deine Sachen doch umzusetzen. Es geht einfach letztendlich darum, Geld vom Konsumenten, vom Anleger einzusammeln für bestimmte Sachen,
ja, die den Regulatorien in Anführungsstrich gerecht sind. Ja. Und dahin geht auch dieser neue Gesetzesentwurf, was Ende des Monats erlassen werden soll in den USA. Ja. Das ist ja praktisch nichts anderes, wenn man es einfach mal kurz und knapp sagt. Ja. Das ist einfach dafür da, dass so große Big Player wie Coinbase weiterhin ihre Sachen machen können, ohne großen zusätzlichen Aufwand, und kleine Anleger und jeder kleine Staker, jeder kleine Miner so viel Hürden in den Weg gestellt werden, dass die mit ihrem Betrieb einstellen und dann zu so großen, ne, Anbietern wie Coinbase gehen und dort staken und sonst was machen. Ja. Das zielt einfach darauf hinaus, meine Meinung. Ja. Und ich glaube auch aus diesem Grund, ne, planen die eben sowas wie Lending anzufangen, damit, ne, wenn eben die Regulatorien da sind, die Kleinanleger alle zu denen kommen, die sowas anbieten können. Ja. So, ja, das ist nochmal die Grafik. Ne, die Zentralbanken der Welt, also eigentlich interessant nur, ne, USA hauptsächlich, die anderen kleineren Länder nicht wirklich von Interesse, entscheidet eben diese Woche, ne, wie ich vorhin erwähnt habe, über diese Tapering-Geschichte, ja, Reduktion der sozusagen Finanzunterstützung für die Bevölkerung, ja, und für die eigene Binnenwirtschaft. Ja, das war's auch schon für heute von mir. Ja. Danke fürs Zuschauen. Denkt dran, Daumen hoch, Daumen runter, kommentieren, abonnieren und die Klingel. Und es gibt hundertprozentig sicher ein Video wieder. Ich hoffe morgen spätestens. Ja, doch, morgen müsste es sein. Ciao, ciao.